Big Day Out ist das musikalische Großereignis Down Under und findet in Australien sowie in Neuseeland statt. Knapp 40.000 haben sich an diesem wunderschönen Tag in Auckland versammelt und hatten mit knapp 90 Acts mehr als genug zur Auswahl. Die Organisation war ebenfalls perfekt. Obwohl es mehr Regeln und Vorschriften als bei uns gab, lief alles sehr flott vonstatten. Nur die Biervorschriften waren total nervig. Weil auch Kinder zugelassen waren, musste man sein Bier in Bierghettos, das heißt abgetrennten Bereichen, trinken und durfte sie nicht mit rausnehmen. Wie das Verhältnis zwischen Bier-Nichttrinkern und Trinkern aussah, sieht man hier. Rechts sind die ohne und links sind die, die dann doch gerne mal zu einem Bier griffen. Weil wir davon nichts wussten, haben wir uns Bier für den gesamten Nachmittag gekauft. Das führte dann dazu, dass wir gezwungen waren, das alles innerhalb kürzester Zeit in uns hineinzuschütten. Immerhin wollte ich ja noch ein paar Bands sehen und nicht die ganze Zeit in diesem Käfig sitzen. Naja, ich konnte die Haltung dann noch bewahren und peinliche Momente blieben aus. Gut, ich wurde vielleicht von Freunden beim Hintern Garten erwischt, aber das zählt nicht. Ansonsten gab es genug Sitzmöglichkeiten, Wasser gab es umsonst, auf eine Toilette musste man auch nie warten und alle waren super drauf und total entspannt. Das kann natürlich auch an den Marihuana-Schwaden gelegen haben, die das ganze Zeit durch das Stadion zogen. Absperrbereiche gab es dafür natürlich nicht, denn was nicht erlaubt ist, das macht ja keiner, oder? Meine Entdeckung des Tages waren Pendulum aus Australien, die einen sehr tanzbaren Elektrorock spielten. Die Enttäuschung des Tages waren dagegen die Arctic Monkeys. Die mögen zwar auf Platte gut sein, aber live waren die total flach und uninspiriert. Der Headliner des Abends war Neil Young, der Fans aus den letzten vier Jahrzehnten seiner Wirkungszeit ins Stadion gelockt hat, die ihm dann andächtig lauschten und gottesgleich von ihm sprachen. Ich konnte mit ihm nicht viel anfangen, eigentlich gar nicht, und bin sogar eingenickt. Bin aber auch gleich wach geworden, als eine Frau hinter mir "Guck mal, da pennt einer!" rief und man mich wachstupfte. Aber egal, ich wollte sowieso weg, um die Band zu sehen, die meine Jugend auszeichnete und die ich das letzte Mal vor circa 15 Jahren noch als Teenager sah. The Prodigy. Und auch wenn sie sich musikalisch vielleicht nicht weiterentwickelt haben, die Show war richtig fett und das Geilste, was ich schon seit Jahren gesehen habe. Die Boiling Room, also Siederaum genannte Bühne, machte ihrem Namen alle Ehre. Denn ungefähr ab der Hälfte fing es an zu regnen. Aber nicht Wasser, sondern Schweiß, der sich unter der Decke kondensiert hatte. Und im Unterschied zu Neil Young ist hier garantiert keiner eingepennt. Aber wer weiß, wie das in 15 Jahren aussieht. Vielleicht bin ich da beim Big Day Out 2024 und neben mir schläft auch jemand ein, weil ihm die Musik überhaupt nicht sagt oder zu langsam ist.